Okay, ich sag mal willkommen zurück, liebe pixeligen Freunde. Ach nee, liebe Freunde der pixeligen Unterhaltung. So war es, die pixeligen Freunde. Das klingt ein bisschen wie pickelige Freunde. Ja, wir haben da so ein kleines Problem an der Backe. Ich habe nämlich heute Nachmittag über 2 Stunden Let's Play aufgenommen. Erfolgreich sozusagen. Mit der Ausnahme meiner eigenen zart besaiteten Stimme. Ja, fröhlich habe ich gespielt, ganz weit, ganz toll, ganz schön, ganz laut. Und als ich nachher konvertieren wollte, stelle ich fest, fucking damn shit, was ist hier am Start, Bro? Ja, alles nur nicht meine Stimme. Denn die ist so bei 10% gekrümelt. Wenn man laut das Ding gemacht hat und hingehört hat, konnte man im Hintergrund sowas wie eine Stimme erahnen. Die Stimme Gottes. Nein, meine eigene. Liegt daran, dass ich immer noch auf der Spur bin nach den geheimnisvollen Lags, die mein System hier am Start hat. Nagelneues System, fett aufgezogen, neueste Hardware, nur geiles Zeug für einen Haufen Asche und das laggt, wenn ich mit Fraps aufnehme. Hin und wieder, für mehrere Sekunden bleibt das Spiel stehen und deswegen war ich auf der Spur gestern, habe alle möglichen Treiber neu installiert und gemacht und getan. Ja, und als ich die Soundkarte neu installiert habe, unter anderem habe ich natürlich die Mikrofonlautstärke nicht kontrolliert. Und die war so bei wie geschmeidigen 10% ohne Boost und ohne alles. Und das war dann doch arg leise für Minecraft. So. Ja, mal mit alt. Wir haben die Musik alles ein bisschen runtergeballert. Ja, jetzt habe ich natürlich alles Mögliche gemacht und bin weggelaufen und entdeckt. Und ja, jetzt habe ich gelitten, ne? Gut, jetzt schaffe ich das in weniger Folgen, weil ich ja... Ja, beim letzten Mal waren hier auch irgendwie Skelette. Naja, ist ja auch egal, was beim letzten Mal am Start war. Heute ist auf jeden Fall nichts am Start. Heiliges Blech, ich habe ja überhaupt nichts hier. Lala. Da fällt mir gerade ein, dass das beim letzten Mal auch passiert. Ja, wir machen hier einfach zu. Das geht übrigens auch, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und wir haben irgendwo ein Bettchen. Da ballern wir uns jetzt mal rein gemütlich. Ist ja eine echt frische Bude hier. Gute Nacht. Hey, wieso liege ich im Boden? Was ist denn das? So, da sind wir wieder dabei. Frisch, fromm, fröhlich, frei sind wir dabei. Wir schreddern einfach kurz um die Bude weg. Na, so lassen wir das hier. Einfach mal so. Ach halt, Moment. Wir brauchen auf jeden Fall eine Schaufel. Was denn das? Ist das unterschiedliches Holz? Ah ja, okay. Das hier ist, verstehe. Und das ist hier, verstehe. Jo, wir haben schon ein bisschen was gesammelt. Crafting Table mal eben dahin. Wir brauchen eine Schippe. Die machen wir mal so. Wir haben ja jede Menge dieses wundervollen Eisenmaterials da. Wobei ich auch sehe, da kann ich gleich mal ein Schwert machen, wenn ich schon so dabei bin. Denn das wird ja in Kürze auch einen Geist aufgeben, ne? Unseren Crafting Table nehmen wir mit. Hier mal eben einen Kompass reingeschmissen. Da geht's zum Spawner. Echt? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme von da. Da geht's zum Spawn. Da wollen wir natürlich nicht hin. Weil das Einzige, wo wir nicht hinwollen, ist zurück zum Spawn, denn wir haben ja eine Mission, wir haben ja einen Auftrag, wir haben ja ein Ziel. Wir, was wollen wir eigentlich? Achso, wir wollten ein Village finden, genau. Ein Village und andere spannende Sachen, deswegen gehen wir einfach hier lang, hier runter und ja, check das out. Uiuiuiuiuiui. Ach ja, genau, da war ja was mit Berechnungsfehler hier hinten überall. Da unten auch. Überall ist ja hier diese klassische Level-Berechnungsfehler am Start, wo ich noch nicht weiß, warum das überhaupt so ist. Liegt das daran, dass diese Welt in einem ganz anderen Versionsnummer erzeugt wurde? Oder wie? Sag's mir! Da geht mein Schwert kaputt. Die Kuh hat mein Schwert kaputt gemacht. Das ist ja auch eine Frechheit. Ich komme im Knüppel. Geil. Nee, natürlich mit dem Schwert. Stimmt, warum geht das eigentlich mit dem Stock nicht? Hat der auch mehr Power? Naja, egal. Beim letzten Mal waren hier überall Knochen und so. Da war alles kaputte
gestorbene Skelette am Start. Blöde, was ich alles gefunden hatte. Ja, wir bringen hier runter. Dieser Berg ist irgendwie seltsam. Wo sind wir denn hoch? Alter. Bäm, was eine Wand ist das denn hier? Get fucked, das kann doch nicht wahr sein, ey. Wo sind wir denn hoch noch? Wo sind wir denn hergekommen überhaupt? Ich check das gar nicht. Hallo Kuh, was aber schöne Euter. Also ich meine jetzt natürlich, ihr wisst schon, was ich meine. War ein bisschen zweideutig jetzt. Ich krieg dich! Oh, die Kuh stirbt von alleine. Dann nimm mal die Kuh. Hallo Kuh. So, wenn hier drüben der Spawn ist, gehen wir in die Richtung. Das steht ja mal fest. Jetzt zeigt mir das Schwein den Arsch. So, dann gehen wir einfach mal hier lang so oder frisch. Hier in die Richtung würde ich gerne gehen. Wow! Oh damn, das war knapp. Fuck, bin ich erschrocken. Ui. Soll ich? Nee, das können wir nicht bringen. Alter. Was ein Jump das wäre. Vor allen Dingen ist natürlich die Frage, ist das Wasser tief oder fließt das nur oder was ist da los? Oh, hier bleiben wir mit der Nase an dem hängen. Ja, ansonsten komme ich hier nicht runter. Ich müsste da ganz hinten rumlaufen, da rumlaufen. Ach nö, du. Das machen wir nicht. Nein! Oh shit! Das hat hingehauen. Wow. Da habe ich jetzt ein bisschen Puls gekriegt. Geil. Ich bin Adrenalin-Junkie, ich wusste es gar nicht. Puh. Das hätte ja auch ins Auge gehen können. Ist es aber nicht. Ja, fette Nummer war das. Puh, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder wach, weil es ist schon ziemlich spät. Beziehungsweise früh, könnte man sagen. So, da haben wir mal eine Kuh, die schlachten wir eben ab. Wir brauchen ja was zu futtern. Wir sind ja auf der Suche noch nach einem Village. Nach wie vor. Ich sammle ein paar Steaks für unterwegs. Was hängt denn meine Maus hier bitte? Hallo? Uiuiui. Wo bin ich? Eine Maus für einen Arsch voll Geld, verstehst du? Die hängt. Weil wir Gamer sparen ja nicht, ne? Zumindest nicht, wenn es um unser Equipment geht. Das ist auch der berühmt-berüchtigte Kuhbaum. Ja, da wachsen also Kühe dran. Die kann man einfach so abpflücken. Die fallen auch manchmal runter, wenn sie reif sind. Dann kann man sie einfach umlegen. Ja, wir Gamer sparen ja nicht an Hardware. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ey, du weißt doch hier und so, oder was man da denkt. Gamer und so, RTL-Bericht und so, was da vor längerem mal war. Und Gamer stinken ja alle und haben keine Freunde und keine Freundin und sehen scheiße aus und so. Und ja, das, was da eben RTL glaubte, reportieren zu müssen über die, was war es, die Gamescom oder so, ich weiß gar nicht mehr. Wo dann Giga, ich glaube Giga war es, die dann dagegen geschossen haben und dann die RTL-Leute da so ein bisschen auf gleiche Art und Weise niedergemetzelt haben. Wobei diese Studentin oder was da war, die da interviewt hat, die war ja auch, ich will nicht sagen, hoch wie ein Brot. Sicherlich ein intelligenter Mensch, aber nicht intelligent genug zu wissen, was er zu sagen hat, denn man kann ja nun nicht alle über einen Kamm scheren, ne? Ich für meine Wenigkeit bin auch ein Gamer und das schon seit, boah, hell, über 20 Jahre bin ich schon ein Gamer. Und ich stinke nicht, ganz im Gegenteil, ich lege viel Wert auf Körperpflege. Ich habe auch ein soziales Leben, ich kann es manchmal selber kaum glauben, aber ich habe sogar eine Freundin und Freunde, ein paar wenige und ich meine natürlich meine Tastatur als Freundin, ne? Und als Freunde habe ich meinen Monitor. Nein, Quatsch, ich meine so real life und so. Crazy. Was denn hier? Das Ende der Welt oder was? Armen Bruder, Armen. Ja gut, hier würde ich sagen, packen wir mal das Ruderboot aus. An der Stelle. Ja, ich habe natürlich ein Real Life, ist doch klar. Ne? Morgens zur Arbeit, abends heim, zocken, Computer. Ist doch Real Life, oder? Ich muss Geld verdienen, damit ich meine Hardware kaufen kann. Das ist Real Life, yo. Nee, mal Spaß beiseite. Natürlich habe ich schon Real Life. Und natürlich sparen wir Gamer nicht an der Computer-Hardware. Ne? Das wäre ja fast so, wie wenn du in eine Werkstatt gehst und der hat all die Werkzeug. Das macht ja keiner, ne? Ich meine,
Das ist ja nun nichts, ne? Das ist unser Hobby, das macht uns Spaß. Und ich bin jetzt nicht nur Gamer. Ich game natürlich fast jeden Tag, ist klar. Aber ich mache mehr mit dem Ding. Wir sind jetzt hier im Let's Play, das heißt, ich habe ja mit Videos zu tun. Aber nicht nur das. Ich entwickle Software, ich entwickle Grafiken, ich mache dies und das. Ich mache schon relativ viel mit der Kiste. Ist ja auch mein Beruf. Ich komme ja aus der IT und habe damit relativ viel zu tun. Das heißt, ich bin so komplett verjunkter. Ja. Das ist nun mal so. Wenn man mir in Twitter mal reinguckt, da steht natürlich als Beschreibung drin, Tastatur-Junkie seit 1986 oder so. Also ist schon ein paar Tage her, wo ich die erste Tastatur geleckt habe. Muss man jetzt auch mal sagen. Aber gut. Ne? Wollen wir da mal nicht so näher drauf eingehen. Ja, und wie gesagt, wir sparen als Gamer oder für mich als ambitionierter Anwender. Manche schimpfen mich auch professional, aber ich glaube, das bin ich gar nicht. Da muten die mir irgendwas zu. Das ist schon grobe, fahrlässige Unterstellung. Ja, da sparen wir nicht. Ist doch klar, das Ding muss löwen. Ne? Oh, oh. Lilipads. Luft anhalten. Oh, nein, nicht dagegen fahren. Mein Boot, mein Boot. Fuck. Boah. Hier ist ja Hardcore-Cruising hier. Ich mach mal hier.